Wir sind Franzi und Helen von Wir lieben Steuern. Und heute geht es bei uns um ein richtig spannendes Thema, nämlich die Neustarthilfe, ein ganz neues Hilfsprogramm. Corona hält uns nach wie vor alle ziemlich auf Trab. Es gibt aber eine Berufsgruppe, die von diesen Strapazen wirklich besonders getroffen ist, und das sind die Solo-Selbstständigen. Aber die Frage ist, warum die Solo-Selbstständigen? Warum wurde jetzt diese Neustarthilfe ins Leben gerufen, nur für die Solo-Selbstständigen? Der Grund dafür liegt wirklich auf der Hand. In der Vergangenheit haben die Solo-Selbstständigen von den Hilfen, die es gab, noch nicht profitieren können. Denn die Hilfen waren darauf ausgerichtet, Fixkosten zu decken. Das heißt, Unternehmer wurden dabei unterstützt, die laufenden fixen Kosten weiter bedienen zu können. Solo-Selbstständige haben aber in der Regel nicht besonders viele Fixkosten, denn sie sind ja Solo-Selbstständige. Das heißt, sie haben kaum oder keine Mitarbeiter, haben in der Regel auch keine großen Räumlichkeiten, die sie anmieten, und sie haben einfach meistens nicht besonders hohe Fixkosten. Das heißt, das Geld flatterte einfach an ihnen vorbei. Dieses Problem hat man erkannt und hat nun versucht, es zu lösen. Und zwar mit der Neustarthilfe. Die Neustarthilfe wurde extra für Solo-Selbstständige kreiert und soll ihnen dabei helfen, weiter in der Lage zu bleiben, ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Denn auch Solo-Selbstständige müssen Miete zahlen, Essen bezahlen, sie müssen was trinken und sie müssen irgendwie auch dafür sorgen, dass im Winter ihre Wohnung warm bleibt. Das haben wir zum Anlass genommen, euch heute zu erzählen, wie das mit der Neustarthilfe funktioniert, wer sie beantragen kann und wie hoch sie ist. Los geht's! Beantragen können die Neustarthilfe Solo-Selbstständige. Es können zum einen Solo-Selbstständige sein, die personenbezogene Tätigkeiten ausführen, wie beispielsweise eine Kosmetikerin. Aber auch Solo-Selbstständige im kreativen Bereich. Künstler, Musiker, Fotografen. Aber damit ist es noch lange nicht getan. Denn auch Personen aus der Gesundheitsbranche, wie beispielsweise Therapeuten, oder aus dem Tourismusbereich, wie beispielsweise der Stadtführer, oder auch aus dem Bildungsbereich, also der Dozent in der Volkshochschule. Eine kleine Ausnahme gibt es jedoch. Ihr müsst wirklich solo-selbstständig sein. Das bedeutet, dass ihr unter einem Arbeitnehmer beschäftigen dürft. Unter einem Arbeitnehmer ist auch eine ganz schön interessante Formulierung. Heißt aber einfach nur, ihr dürft maximal für 30 Wochenstunden jemanden beschäftigen. Dabei ist es egal, ob ihr jetzt eine Teilzeitkraft habt, die 20 Wochenstunden arbeitet, oder zwei Teilzeitkräfte, die jeweils 8 Wochenstunden arbeiten. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ja, und wann kann die Person mich unterstützt haben oder nicht? Wichtig ist, was war am 31.12.2020? Wie viele Beschäftigte hattet ihr dort? Was ebenfalls wichtig ist, ihr müsst eure selbstständige Tätigkeit im Haupterwerb ausführen. Es reicht also jetzt nicht aus, wenn ihr im Hauptberuf angestellt seid und nebenberuflich beispielsweise noch Fotograf oder Fotografin seid. Dann fallt ihr leider aus der Neustarthilfe raus. Und weiterer wichtiger Punkt, ihr müsst euer Unternehmen vor dem 1. Mai 2020 gegründet haben. Es gibt noch eine weitere Begünstigung, und zwar ist es bei den Künstlerinnen und Künstlern auch nicht schlimm, wenn die sogenannte kurzfristige Engagements hatten. Das heißt, wenn sie nicht mehr als 14 zusammenhängende Wochen in diesem kurzfristigen Engagement gearbeitet haben, dann sind sie trotzdem berechtigt und können die Neustarthilfe beantragen. Zudem dürft ihr im Januar 2021 weder Arbeitslosengeld noch Kurzarbeitergeld bezogen haben. Jetzt geben wir aber erstmal ein paar Antworten auf die Fragen, wann, wie und wo wird überhaupt gefördert? Zunächst muss man wissen, es gibt einen Förderzeitraum. Dieser geht von Januar bis Juni 2021. Dann gibt es auch einen Referenzumsatz. Die Berechnung dieses Referenzumsatzes ist zugegebenermaßen etwas komplizierter. Also, der Referenzumsatz bezieht sich zunächst mal aufs Jahr 2019, was wirklich gut ist, denn wäre es das Jahr 2020, dann wäre der Referenzumsatz ja relativ gering. Also, wir widmen uns dem Jahr 2019. Der Referenzumsatz ist also der in dem Jahr 2019, geteilt durch 12 Monate, mal 6, denn der Förderzeitraum ist ja 6 Monate lang, und davon dann wiederum die Hälfte. Das ist die Summe, mit der ihr dann gefördert werdet. Machen wir dazu doch vielleicht vorsichtshalber mal ein Beispiel.
Nehmen wir an, euer Referenzumsatz für das Jahr 2019 beträgt 12.000 Euro. 12.000 Euro geteilt durch 12 Monate, 1.000 Euro, mal 6, gleich 6.000 Euro. Und davon wiederum die Hälfte sind 3.000 Euro. Vielleicht haben es manche von euch schon erkannt, man hätte auch einfach rechnen können, 12.000 geteilt durch 4, aber das wäre nicht das offizielle Vorgehen und wir möchten uns hier natürlich am offiziellen Vorgehen orientieren. Daher der etwas umständlichere Weg. Wie immer gibt es natürlich hier auch einen kleinen Haken und zwar ist die Fördersumme gedeckelt. Ihr bekommt also nicht unendlich viel Geld, sondern maximal 7.500 Euro. Diese sind dann also erreicht, wenn ihr im Jahr 2019 30.000 Euro Umsatz hattet. Vielleicht ist euch aufgefallen, es ging bisher noch gar nicht um Kosten. Und das ist auch völlig richtig so, denn diese Hilfe beschränkt sich wirklich einzig und allein auf Umsätze. Eure Kosten spielen keine Rolle. Wie ihr das Geld, was ihr dann bekommt, verwendet, ist völlig euch selbst überlassen. Ihr könnt es also entweder für unternehmerische Investitionen nutzen oder auch für die private Lebensführung. Das ist wirklich völlig euch überlassen. Aber wie immer im Leben wird auch hier am Ende abgerechnet. Und zwar gibt es dann diese Abrechnung am Ende des Förderzeitraums. Hier wird dann geguckt, ob ihr mehr oder weniger als 60% eurer Vergleichsumsätze eingebüßt habt. Und wenn ihr mehr als 60% eingebüßt habt, dann müsst ihr nichts zurückzahlen. Ansonsten müsst ihr anteilig zurückzahlen. Was bei der Neustarthilfe wirklich richtig easy ist, ist die Beantragung. Denn das könnt ihr ganz alleine erledigen. Ausnahmsweise braucht ihr hierfür keinen Steuerberater oder eine Steuerberaterin. Um genau zu sein, euer Steuerberater oder eure Steuerberaterin kann das noch nicht mal für euch tun, denn ihr müsst das wirklich persönlich machen. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist den Link, den ihr bei uns in der Infobox seht, öffnen und den Antrag ausfüllen. Ganz wichtig ist aber noch, ihr könnt nicht gleichzeitig Überbrückungshilfe 3 beziehen. Ihr müsst euch also entscheiden, habe ich hohe Fixkosten und ist die Überbrückungshilfe 3 für mich besser oder habe ich geringe Fixkosten und nehme lieber die Neustarthilfe. Wenn ihr in der Vergangenheit Überbrückungshilfe 1 oder 2 oder November- oder Dezemberhilfe beantragt habt, ist das egal. Ihr seid trotzdem anspruchsberechtigt. Ganz wichtig ist auch noch, dass ihr ein gültiges Elster-Zertifikat für die Beantragung braucht. Falls ihr das noch nicht habt, beantragt es besser schnell, denn das kann so ein, zwei Wochen dauern. Und Obacht bei den Angaben, die ihr in dem Antrag macht, denn ihr könnt diesen nachträglich nicht mehr ändern. Wir sind Helen und Franzi, Steuerberater und Steuerberaterin. Wir hoffen, wir konnten ein paar Neustarthilfe-Unklarheiten aus dem Weg räumen. Wenn wir das nicht konnten und noch Fragen offen geblieben sind, dann guckt mal in die Infobox. Dort findet ihr nämlich unsere Kontaktdaten. Tschaußen! Tschüss! Okay. Stehe ich richtig? Saubere Fingernägel, check. Oh, was hast du? Ja, mein Messer hat sie geschnitten. Ja. Ich habe sie einfach angegriffen und jetzt hat sie kein Vertrauen mehr in meine Wohnung und mich und kommt nie wieder hier. Ja. Stimmt das? Daumen? Ich glaube, das sind diese Daumenpflaster. Wow. Das ist super. Das geht ja schnell. Oh, sorry. Ich warte dein Board. Kein Grund, mein Board zu verprügeln, auch wenn das Messer Helen angegriffen hat. Ja, das Board war unschuldig. Okay, ja. Wir wissen Bescheid. Gibt es nicht ein Lied von den Ärzten, in dem es darum geht, dass irgendwelche Haushaltsgegenstände aggressiv werden? Keine Ahnung. Nein. Dort bin ich mir ganz sicher. Du meinst aber nicht den Film Toy Story. Toy Story, Moment. Die erste. Warte. Ich glaube, das ist was ziemlich Ähnliches. Ich würde auch nochmal überlegen. Ja, aber auch nach eingehendem Überlegen bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht Toy Story ist. Okay, gut. Lösch das nochmal. Fahr in Urlaub. Es war Fahr in Urlaub. Nicht die Ärzte. Do it. Kannst du nochmal versuchen, das so ein bisschen zuzuziehen? Yes. Danke. Kommen wir als erstes mal zum sage ich immer so gerne. Ihr müsst das im Haupterwerb ausfüllen.
Nein, das machen wir nochmal. Überhaupt, er wäre völlig nichts aus. Aber wir hoffen einfach mal, dass die Info über die Neustarthilfe von der Bundesregierung früh genug kam. Denn das machen wir besser weg. Das war ganz toll. Dann lass das schon. Das ging doch schnell. Ja. Ja. Warst du? Ja. Fertig. Ja.